Ich hab. So, jetzt habe ich das abgeschüttelt, was ich mitgezogen habe, und jetzt überlege ich, ob ich hier direkt runterhüpfe. Tot! Sorry Leute, ich muss immer gerade schreien. Die kommen gerade alle aus dem Loch, die roten Ameisen. Oh nein. Sag ich nicht, ich bin in der Hauptbase. Aus welchem Loch kommen die? Oh, okay. Da unten. Ach, bei dir da drüben. Ja, okay, das kann er von mir aus machen. Tja. Sagen Sie mich dabei in Ruhe lassen, wie ich mein Zeug aus der Höhle raushole. Was ich aber wahrscheinlich auch nicht schaffen werde, weil ich gerade 10 Lebenspunkte habe. So, eigentlich war alles safe. Guck mal, aber bei der Spawnrate wundert mich, würde mich das nicht wundern, wenn es wieder nachgespawnt ist. Ja, die sind auch gerade alle nachgespawnt. Also bei mir kamen die gerade alle aus dem Loch da raus. Die Gnomi-Höhle ist noch safe, kannst reinkommen. Naja, ich bin unterwegs. Ich komme vor wie bei WoW mit diesem Luftballon. Ich sehe es. Ach, da. Erstmal dran vorbeigelaufen. Nee, Heiko, habe ich noch keine Zeit gehabt. Werde ich gleich lesen, Heiko. So, und nichts wie raus hier. Oh, guck mal, die Steine sind ja nachgespawnt. Ja, viel Spaß mit den Steinen. Ich gehe lieber hoch. Jetzt haben wir schon eine Steinrüstung und irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt auch nicht wirklich viel. Doch, schon. Ist vielleicht gegen die Ameisen nicht die richtige Rüstung. Hä? Oh, Gnome, der Bock auf dich? Nee, doch nicht. Bitte was? Ah, runtergefallen. Ich werde verfolgt, ja. Ich werde von einer roten Ameise verfolgt. Wir sind ziemlich anhängig, das habe ich schon erfahren. Okay. Ich glaube, ich habe gerade was rausgefunden. Ist ja immer noch da. Ich habe, glaube ich, gerade was rausgefunden, Leute. Wenn ihr die rechte Maustaste drückt, macht ihr ja den starken Schlag, ja? Oder in den Zielenmodus. Und direkt darauf drückt ihr dann die linke Maustaste. Da macht ihr nämlich einen Doppelschlag. Okay. Funktioniert bei mir nicht. Hat er nicht? Also bei mir hat er es gerade gemacht. Glaube ich überhaupt richtig? Nö, voll die gegensätzte Richtung. Dex und Orientierung gleich null hier im Spiel. Ich kenne doch den Baum, der sieht genauso aus wie der andere da hinten. Muss ich an die blöden Bienen da vorbei. Oh, das ist unser Haus. Das ist ein Haus da. Also, gehen wir nach Hause? Ich muss meine Sachen noch holen, ich bin ja da unten gestorben. Ja, Lala, es gibt nicht nur Ameisenrüstung, es gibt auch Wespenrüstung und eigentlich von fast jedem Viech. Geiler Baseball, den wir hier damals gebaut haben. Der ist schon grandios, da oben. Ja, weißt du warum? Weil die Pilze durch das Haus wachsen. Also da gibt es auf jeden Fall genug Essen. Boah, hier ist alles voll. Wo zum Geier kommt. Wie komme ich denn zu euch rüber? Ach, da lang. Ich will mal kurz Pipi machen. So, Pau, bist du soweit oder? Pau geht gerade kurz Pipi machen. Yeah. Geht. Wenn man Ausdauer hat, kann man einen Doppelschlag machen. Moment, hä? Wie ist Paul denn jetzt von der Karte verschwunden? Ausgenockt vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Aber er ist von der Karte verschwunden. Ach komm, ey, diese Aggro-Range von den Tieren ist aber echt mega anstrengend. Ja. Ich hatte irgendjemand hinter mir her.
der mir auf den Nerv geht. Ich bin's nicht. Es ist eine rote Ameise. Bei mir zumindest. Aber die sind auch nicht so schwer. Die roten Ameisen, die kannst du eigentlich umhauen. Easy going. Rote Ameisen? Ich habe kein Schwert. Achso, dann lauf. Dann nimm die Beine in die Hand. Oh Mann, wo kommst du denn jetzt her? Willst du jetzt auch noch... Ich mach dich tot, Mensch. Ich mach dich tot, Rot! Ich hab nur... Also ich hatte dich zwischendurch gesehen, jetzt sehe ich dich schon wieder nicht mehr. Das ist viel interessanter. Ach, du bist an mir vorbeigelaufen. Ach komm, leck mich am Arsch, ey. Sorry, ey, das geht mir so auf die Säcke hier. Die haben so eine mega Agro-Range, die brauchten nur irgendwie 20 Kilometer davon, nur die riechen dich, dass du irgendwas anhast. Und dann, wir brauchen unbedingt bessere Waffen. Das nervt mich so, mit den Holzschwertchen auf so starken Gegnern rumzuprügeln. Ja, ich bin da komplett bei dir. Ich lauf da. Also im Singleplayer geht das besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh shit, ihr habt mir... Oh Mann. Ist das jetzt nicht mehr da? Ich muss mich bis da unten durchprügeln, schaffe ich glaube ich nicht, ne? Ja, was ist denn jetzt hier mit dem roten Käfer schon wieder? Ich gehe auf den Baum, das ist mir hier gerade zu doof. Hier zum Baum und da oben waren die... Da... Da ist die Field Space. Gehe ich erstmal in die Field Space. Dann gehe ich Pilze ernten. Ich komme meine Sachen nicht mehr ran. Es sind zu viele Gegner. Ja. Also ich bin hier schon, Tiger, ich war hier schon hier gewesen. Ich war hier schon, im Singleplayer bin ich bis ganz unten durchgeprügelt. Hab alle Ameisen umgehauen mit meinem Holzschwert. Jetzt ist es ein bisschen problematischer. Also die roten Ameisen sind nicht so stark. Die sind echt nicht stark. Das Problem ist einfach in diesem Spiel, man kann nicht wirklich blocken. Weil der Block... Seht ihr das? Der muss hier diese kleine Kante hochklettern. Mann. Ich muss da hoch. Dann macht das doch eben. Wenn man da nicht, wenn man diese blöden Kanten da nicht laufen kann, dann macht den Weg eben und fertig. Das war jetzt gerade doof. Energieverschwendung. Aber die Ameisen sind nicht gut. Nicht stark. Die kannst du umhauen. Aber wenn du jetzt gerade... Was ist zum Beispiel, das Schlimmste finde ich eigentlich, das große Manko, Sachen, die simpel sind, wie zum Beispiel so eine Heilbandage, muss in meiner Tasche, in meiner Hand gecraftet werden und nicht an der Werkbank. Warum muss das an der Werkbank gemacht werden? Das ist doch ein Utensil, was man immer braucht. Nein, das Spiel will, dass das an der Werkbank macht. Wem interessiert denn die Werkbank, Mann, in dem Moment? Wo ist denn hier mein Loot da unten? Das ist doof. Ich muss immer wieder zur Werkbank zurück. Das ist ein bisschen doof gemacht. Nicht schlau gelöst. Das muss weggemacht werden. Und es gibt auch andere Sachen, die ich... ich möchte keine Fackel craften, die 5 Holz kostet. Wenn nicht eine Foundation 1 Holz kostet. Das muss halt alles zueinander passen, ne? Ja, also eine Fackel muss 1 Holz kosten. 1. Und ein Harz. Das passt. Ein Stock ist ein Holz. Oh! Ach ja! Aha, was ist denn los? Ich bin wieder bei der Hauptbase. Ja, du bist irgendwie. Weil ich mich ja ausgelockt habe, weil ich dachte, bevor ich dann verhungere oder so, während ich auf Toilette bin und so. Ja, war auch. Also, ich habe ja auch gerade die Meldung bekommen, ne? Kreaturen werden stärker, aber es gibt mehr Ressourcen. Oh, okay. Ja, macht ja auch Sinn mit mehr Leuten, ne? Aber. Ich mache jetzt zum Beispiel noch mal ein paar Rüstungsteile für unsere lieben Mitspieler. Oder soll ich die Steinutensilien lieber mitschleppen, um andere Sachen zu craften, wie bessere Werkzeuge oder so? Also ich habe fast 5 Stacks Steine jetzt.
Stacks. Fast 5. Wow, okay, ich hab ja viele Rüstungsteile gecraftet. Ich hab nur 2. 2,5. Ich guck gleich mal. Befülle mich aber auch gerade noch mit Pilzen. Ich habe einen halben Stack Steine und 2 Stacks Pilze. Einen halben Stack Steine nur? Hm. Okay. Ich habe nicht viel abgebaut. Ich habe nur 2-3 Steine abgebaut. Okay. Manche Steine, die kannst du erst abarbeiten, wenn du die bessere Steine Spitzhacke hast. Das sind so ein bisschen größere Steine. Die haben auch die Steine, die wir jetzt abarbeiten können, haben so ein helles Grau. Die anderen haben ein größeres Grau. Was ist nicht das jetzt hier, sondern ein anderes Modell noch. Das habe ich in so einer Höhle gefunden. Da wollte ich einen Stein holen im Singleplayer. Und dann habe ich gesehen, dass die nicht abarbeitbar sind mit dem Material, was ich, mit dem Werkzeug, was ich habe. Sowas ist dann immer unangenehm. Das sind Bienchen, das sind auch Bienchen. Bienchen lasst mich ja jetzt in Ruhe, ne? Also was mache ich mit den Materialien? Soll ich sie mitnehmen oder soll ich sie die Sachen craften oder so? Bringen mal ruhig mit. Soll ich sie nachher selber craften oder so? Ja, also ist ja nicht noch nicht außer Welt. Gesundheit. Da, geh weg, roter Käfer. Eigentlich ist das doch schlauer. Klar, das mache ich. Das anstatt nach Hause zu laufen mit den ganzen Utensilien. Auslocken, so wie ich es gemacht habe. Auslocken. Dann ist Knummi auch direkt zu Hause. Nee, ich meine, ist so ein bisschen Opfermodus, wenn man so spielen will, aber... Ja, aber das Spiel... gibt dir eigentlich die Möglichkeit, das zu machen. Ich denke jetzt gerade an den Singleplayer. Wie oft bin ich jetzt nach Hause gerannt, den ganzen Weg. Ja, so, also. Aber wenn du dich ausloggst, dann habe ich hier auch gleich ein Thema. Dann bist du auch gleich direkt, wenn du wieder raufloggst in der Hauptbase. Ich bin jetzt gerade im Ballon. Und fliege hoch. So, das ist einfach. Das müsste unser Baum sein, wenn ich es richtig weiß. Ja, das sieht richtig aus. Oh, diese roten Käfer, weiß nicht, wie sie heißen. Die geben mir die Nerven, ne? Ja, die Nerven. Ich habe irgendwie die Maus hier. Seht ihr das? Ich habe einen Mausfehler gerade im Spiel. Das ist wieder da. Ganz komisch. Jo. Okay. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr was unterwegs noch gesammelt habt. Ich habe ziemlich viel Holz dabei. Das ist ganz gut. Holz ist übrigens... Wir müssen ja nachher überlegen. Wir müssen ja nachher noch das feine Holz herstellen. Dafür brauchen wir, glaube ich, 3 normales Holz. Ich glaube 3 oder 5. Weiß ich jetzt gerade nicht. Wie viel war das? Ist jemand schon zu Hause und kann in die Werkbank gucken? Ich kann mal kurz gucken. Moment. Achso, ich bin müde. Heute habe ich gerade eine Tasche genommen, weil ich die Küche ein bisschen erweitern wollte, weil das überhaupt nicht noch weg ist. Das ist ja hier diese Säge, ne? Ja, an dem Steinsäge. Kann Öl für aus Saaten herstellen. Also verfeinertes Holz ist 7:1. Jetzt überleg mal. 7! Wir schreien hier die ganze Zeit rum, weil wir 2 oder 3 Holz nicht haben. Hä? Ach nee, ich habe 7. Achso, okay. Wie viel ist es dann? Es braucht 1. Oh, okay, dann geht's ja.
Ah, hier macht man auch Steinziegel. Und einen Steinhammer. Den Steinhammer könnten wir schon bauen. Ach cool. Ich glaube, ich mal haben wollen. Also ich produziere jetzt Saatenöl, dann produziere ich verfeinertes Holz. Jetzt kann ich einen Steinschwert und einen Steinhammer bauen. Ah, jetzt habe ich kein Öl mehr. Okay. Ich habe so viele Ameisen jetzt schon umgeschlagen, die mir gerade auf den Senkel gegangen sind. So. Verstehe. Durch Bohrenschaden. Ich habe ein Stack Holz gesammelt. 14. Okay. Feuersteinschwert. Ich habe die ganze Zeit nicht mitgenommen. Stumpferschaden. 16 bis 18. Ich glaube, ich will einen Hammer. Habe ich die jetzt die ganze Zeit nicht mitgenommen oder was? Also ich würde gerne auch einen Hammer nehmen und dadurch die Keule austauschen, weil die Keule, die macht gar keinen Spaß zu spielen. Was? Keule? Du hast die Keule noch? Holzknüppel habe ich, ja. Nee, kannst du wegschmeißen. So nach dem Schwert, also das Schwert ist viel schneller und viel stärker, aber gegen manche Ameisen oder manche Tiere kannst du das kannst du die also, auch dies. Es ist eigentlich ganz einfach. Ein bisschen Holz in der Tasche haben, Saaten holen. Und dann erstmal Saaten in Gedöns. Oh, Rekurvbogen. Bitte, was ist denn jetzt los? Was ist los? Was ist der Rekurvbogen her? Einfacher Bogen? Den haben wir doch gerade, glaube ich, erlernt bei dem. Holz, okay. Seidenfaden. Was ist sowas her? Ausdauertonikum. Okay. Oh, Heilpflaster gibt's auch. Oh, das Holz. Ich bin hier durch die Gegend am Rennen, nur um Holz zu suchen. Bin ich überhaupt richtig? Wo laufe ich überhaupt hin? Ich bin nicht wirklich ganz richtig. Baumlager ist da rechts, das ist der Baum, glaube ich, da vorne. Wird sich alles noch finden in der Zukunft. Ach, wir brauchen echt viele mehr Was Fasern. Was baut die Pau gerade? Ich wollte die Grashüpfersense bauen. Aber ich brauche Fasern. Ja, haben wir keine Fasern mehr? Nee. Wir haben keine Fasern mehr. Aber den Steinhammer, den kann ich gar nicht bauen. Kann gut sein, dass wir keine Fasern mehr haben. Doch da, Steinhammer. Ach, Fasern. Die Spinne haben wir übrigens auch noch nicht gesehen, ne? Ich weiß, wo sie ist, aber ich will es nicht petzen. Also petz nicht. Petze, Petze ging in den Laden, wollte ein Stück Kuchen haben. Petze, Petze kriegt das nicht. Petze, Petze wurde ärgerlich. Kennst du das? Ja. Ja. So, ein verfeinertes Holz habe ich hier noch in die mittlere Kiste gerade abgelegt. Pack mal eben hier Steine hin. Passt nur auf, dass ihr nicht das ganze Holz verarbeitet, weil wir brauchen auch ganz normales Standardholz. Ja, haben wir alles schon verarbeitet. Da habe ich auch noch ein bisschen. Oh, ey, wenn ich das schon sehe mit Lagersystem. Und ich glaube, so einfach ist das gar nicht mit Küche, Küchenlager und so. Weil man braucht zum Beispiel die Saaten, die kannst du zum einen zum Mehl verarbeiten. Und zum anderen kannst du die aber auch in dieses Öl verarbeiten, wofür wir das verbesserte Holz machen können. Also deswegen. Ich würde gerne wissen, wie ich auf meinen bescheuerten Baum raufkomme. Da oben ist das Ding. Wo ist denn jetzt die Landeplattform? Warte, ich schicke dir mal den Dings runter, dann siehst du, wo er hinfliegt. Nee, der ist schon. Der ist unten. Ich flieg gerade damit runter, ja? Ja, ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Ich laufe hier die ganze Zeit um den Baum herum. Oder besser, ich bin gerade am Baum. Ja, gut, weil dunkel. Dex, du bist aber beim falschen Baum. Ja? Das ist nicht unser Baum. Du bist beim Blätterbaum. Ach so.
Wir malen nur mit in den Süden. Ja, kann ich mich da irgendwie rüber spawnen? Nee, ne? Nein. Dann laufe ich eben zu dem anderen Baum. Greifst du eigentlich an? Ich meine, du kannst dich hochspawnen, oh, ja, wenn du dich neu einklingst. Oh, die ist wütend. Ja, dann ist auch Tag. Ich kämpfe gerade gegen so einen Nachtgrashüpfer. Plattgeschlagen, Vieh! Zitinen und Käfer, ach, das ist alles nur das Standardzeugs. Und das Holz. Ach. Bleibt mir doch fern jetzt. Ich werde dich doch wieso umhauen. Lass es doch. Lass es doch. Oh, ich habe das nicht aufgesammelt. Warte doch mal, ich muss das aufsammeln. Dankeschön. Oh, jetzt kommt noch hier. Ja, kämpft da gegen. Ach, Leute. Geh doch einfach weg. Oh, ist das hier was zum Sammeln? Ja, Holz. Irgendwas krabbelt doch noch hinter mir her, oder? Was? Ein Nachtgrashüpfer? Vielleicht? Nerven nicht, ich muss das Holz haben. Aber ich habe jetzt gerade Zeugs voll. Hier ist ganz viel Holz. Das warte, ich muss ganz kurz mal leer machen. Jetzt komm, schneller. So. Hier ist ganz viel Holz. Ich weiß, Leute, das ist der Stream. Stream ist mega dunkel. Das Spiel ist leider ziemlich dunkel. Ich kann plötzlich mit meiner Axt den Mohn ernten. Ja, Ach so. Mit der Holzaxt. Okay, ich bin dumm. Nein, du hast nur nicht aufgepasst. Der Nektar übrigens her, wenn man den haben möchte. Ja, und die Blumen. Okay. Wusste ich natürlich komplett. Ich habe die ganze Zeit mit Pfeilen. Ich habe immer gedacht, ich hätte keine Pfeile. Dabei habe ich die einfach noch nicht angelegt gehabt. Ja, das nervt halt, ne? Dass man die anlegen muss. Geht weg, Bienen. Geht einfach weg. Ich bin gar nicht in eurer Nähe gewesen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier hinlaufe. Ich laufe Gott nur von allen Tieren weg, die mir gerade auf den Sack gehen. Ich hab alle Bienen hinter mir. Biene, Biene, Maya. Ich werde nie mehr Biene, Maya gucken, wenn ihr mir nicht auf den Nerv geht hier. Wenn ihr mir weiter auf den Nerv geht. Hast du nicht gesagt? Guck, wo ich hier gelaufen bin. Manne! Woldan ist böse. Was denn? Ey, meine Tasche ist so mega voll. Ich weiß gar nicht mehr, was ich alles mitnehmen soll. Boah, Dex, ja, ey. Ja, ich werde die ganze Zeit gejagt. Aber da ist doch auch... Ach nee, da musst du... Da bist du, ich sehe nichts. Keine Ahnung. Wo laufe ich jetzt? Laufe ich jetzt richtig? Ja, in diese Richtung. Ich muss einfach Süden. Das sieht sehr gut aus, aber jetzt ist der Ballon gerade oben. Aua. Du bist auf jeden Fall am richtigen Baum. Ich kann ihn runter. Keine Chance, merkt ihr das? Oh nein! Oh, fiese Wämse. Ich hab die Ameisen gerade alle hinter mir her, auch noch. Ach nein! In den nächsten Scheiß reingelaufen. Dieses spawnst du denn da hinten oder bist du da hingelaufen? Nein, ich laufe weg von allen Ameisen und allen Tieren, die mich angreifen. Es hat mich gerade ein ganzes Bienennest angegriffen, eine Wespe hat mich angegriffen, Ameisen haben mich angegriffen. Jetzt ist der Käfer, der mich angreift. Ich sehe nichts mehr, weil ich keine Fackel mehr habe. Ich könnte es kotzen. Geh doch weg von mir, Mann! Merkst du nicht, Ameise, Vieh und Käfer, dass ihr keine Familie habt? Ja, ich hab's mal ein Stack verfeinertes Holz gebaut. Okay. Welche Kiste hast du deins gelagert? Ich glaube, die mittlere habe ich. Ein oder zwei habe ich da nur reingeworfen. Da liegt nichts drin. Ich bin gerade wirklich weggelaufen von allem, was mir hinterher war. Gern gelohnt. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin schon wieder an der gleichen Stelle, wo ich gerade eben war.
Ich will nicht mehr, Leute. Ich will nach Hause. Dann lock dich doch einfach aus und mach den Noob-Move. Nee. Guck mal, scheinbar kann man Bienenköpfe und sowas später auch verkochen und diese Bulldog-Mandibel. Köstlich knackig vom Grill. Ja, irgendwas kann man damit bestimmt noch machen. Mhm. Genau, Wusa. Ja, ey. Die Wut in die Wüste. Gott. Ich habe immer übrigens im Singleplayer ganz cool gemacht, wirklich an jedem bescheuerten Spot habe ich mir so ein kleine Butzebude gebaut. Mit einem Spawnpoint. Und wenn du dann stirbst, dann musst du wenigstens nicht immer wieder einen ganzen Kilometer laufen. Oh, das sind die ganzen weißen Ameisen hier. Wie komme ich denn jetzt an denen vorbei? Überall sind die Leute, überall. Was wird gleich wieder hell? Ja, dann laufen sie rein, dann kommen die Roten. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber wenn ihr die Sachen repariert, wenn sie noch nicht ganz kaputt sind, dann verbraucht ihr keine Materialien. Also es gibt zwei oder drei Grenzen, aber ganz am Anfang, wenn es nur ganz minimal kaputt ist, verbraucht es gar nichts, das stimmt. Und dann gibt es irgendwie verbraucht ein bisschen was und dann verbraucht was das volle, was zur Produktion notwendig wäre. Hex, du läufst schon wieder Norden. Moment, ich guck mal auf die Karte. Genau, das ist die richtige Richtung. Ja, also immer wenn ich angegriffen werde, drehe ich mich in die falsche Richtung oder laufe ich dann irgendwie darin? Alles gut. Das sind alles die Käfer schuld. Wenn du da jetzt weiterläufst, würdest du noch an die Zwischenbase mit den Pilzen kommen? Ja, ich sehe sie, ja. Ach, kleine Ameisen. Ameisen, lass es doch sein. Lass es doch sein. Ihr seid auch schneller tot, als ihr gucken könnt. Okay. Geh nochmal runter, weil wir Faser zusammen. Suchen. Bin auch mal wieder da. Cheeky Dragon, guten Abend. Einschaltungszeichen ist gleich. Einschaltungszeichen. Und ich empfehle es, also wenn ich ein paar Grashüpfer sehe, werde ich die mal töten. Weil dann kann man mit diesen Grashüpferbeinen sich eine geile Sense bauen. Und das sieht so cool aus, wie man damit angreift. Und sie macht ein bisschen, also ein Punkt mehr Maximalschaden als das Holzschwert. Aber hat eine höhere Crit-Chance. Das ist aber eine Sense, dafür brauchst du glaube ich einen Stachel, soweit ich weiß, oder? Nee, ein Grashüpferbein. Ja, wir haben Grashüpferbeine. Genau, nur einen habe ich gefunden und den habe ich gerade verkraftet. Ich habe ein paar Grashüpferbeine ganz sicher dabei, wenn ich sie farmen durfte. Weil ich habe gerade eben unterwegs Grashüpfer, die bei Nacht rumliefen, umgenietet. Oh, das ist nice. Aber es kann sein, dass ich die denen nicht... Ah, Dex, ich sehe deinen grünen Punkt. Ja. Er muss ein bisschen, genau, ein bisschen links. Ich habe schon wieder Bienen, die mich anbienen. Tot. Und Grashüpferbein. Kannst du gleich mitnehmen und dann... Achso, kann ich auch selber mitnehmen. Ich bin voll. Voll mit allem. Schnauze voll. Tasche voll. Hose voll. Klingt ja nach Feierabend, ne? Ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir wird es auch langsam mit den Augen ein bisschen thematisch. Also mein Körper sagt mir, ich soll ins Bett gehen. Was? Es ist aber auch voll Grinder, das Spiel, ne? Grinding, grinding, dong. Man muss so viel farmen. Was ja, hast du? So ein bisschen, ne?